Und in dieser Zeit herauszukommen aus der Angst und ins Vertrauen zu kommen, das ist sozusagen das, was ich dann in meinen Sitzungen versuche, den Menschen zu vermitteln. Der Gesundheitsgarten soll gleichzeitig Erfahrungsraum und Experimentierfeld sein. Dass heute nach und nach immer mehr Pyramiden entdeckt werden, freigelegt werden, wie jetzt aktuell seit ein paar Jahren. So weit konnte ich in der Schule nie schmeißen. Mein Rekord in der Schule war minus 8 Meter. Hallo, ich bin die Magdalena Nothaft. Ich bin Psychotherapeutin, Kunst- und Traumatherapeutin, arbeite in meiner eigenen Praxis in Rosenheim und seit vielen Jahren in den Gefängnissen von Südafrika. Ja, das ist mein kleiner Blumenladen. Hier finden Sie Florales, Duftendes, Geschmeidiges und Schönes für drinnen und draußen. Massagen sind für den Hund genauso angenehm wie für uns Menschen und können sehr gut helfen bei Muskelverspannungen oder Verhärtungen.